herzlich willkommen, meine lieben FIFA-Freunde, zu einem weiteren Part FIFA 16 im Karrieremodus mit unserem SV Werder Bremen. Und ihr seht es da oben schon, das nächste Spiel steht an, ist im Pokal das Viertelfinale gegen VfL Wolfsburg. Ganz, ganz spannende Geschichte. Sicherlich zwei richtig starke Teams, die hier aufeinandertreffen. Möchten wir natürlich gewinnen, um dementsprechend eine Runde weiterzukommen. Müssen wir natürlich auch gewinnen, um eine Runde weiterzukommen. Ich bin mal gespannt, wie das so wird, aber worauf wir uns auf jeden Fall schon freuen können, ist, dass wir vermutlich unseren Neuzugang Thorgan Hazard, der im letzten Spiel gegen die Bayern noch aussetzen musste, aufgrund dessen, dass er verletzt war und fitnesstechnisch noch nicht so auf Höhe war, dass wir diesen wahrscheinlich heute einsetzen können. Schauen wir uns gleich mal an. Ansonsten, das letzte Spiel war in der Bundesliga gegen Bayern. Das Topspiel, absolute Topspiel. War sicherlich auch sehenswert. Genauso, dass der Transfer selbst von Thorgan Hazard, beziehungsweise wir haben ja auch noch Kennedy verpflichtet. Also wenn ihr den Part nicht gesehen habt, das verpasst habt in irgendeiner Form, schaut es euch gerne nochmal an. Ist, denke ich mal, sehenswert auf jeden Fall. Und so, jetzt schauen wir mal kurz, können wir, jawohl, den können wir einsetzen, der ist absolut im Endeffekt on top. Okay, linkes Mittelfeld ist der, beziehungsweise der ist aber ein Rechtsfuß. Sehr, sehr schön, dann werden wir den hier mal auf der linken Seite an einsetzen. Stendera haben wir hier noch. Bartels, Alter, Bartels, nichts gegen Bartels, der hat das bisher auch ganz gut gemacht und ich finde ihn auch ganz ordentlich, also ich spiele ihn gerne, aber das letzte Spiel, also wenn ihr es nicht gesehen habt, wie gesagt, schaut es euch gerne nochmal an, war ein schönes Spiel, sehr, sehr spannend, ist im Endeffekt unentschieden ausgegangen, war, denke ich mal, so aber auch in Ordnung, nur wir hatten wirklich den Siegtreffer auf dem Fuß. Hat nicht so ganz geklappt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, euch auch nicht anschauen wollt, dann habt ihr halt was verpasst. Dann lasst es halt sein. Aber genug gelabert, würde ich mal so sagen. Das nächste Spiel, jetzt gegen Wolfsburg, da springen wir auch direkt rein. Der Part soll nicht zu lang werden. Gibt nicht so viel zu erzählen, sondern einfach nur hier eine Runde weiterkommen. So, wir spielen in Grün. Oh, wobei. Das ist jetzt trikottechnisch nicht so optimal. Sehe ich gerade. Gut, dann spielt halt, Moment, wir spielen in Weiß und Wolfsburg dann dementsprechend in Blau. Gestöber möchte ich nicht haben, das passt nicht rein. Das darf nicht sein, wir stellen einfach mal wieder auf Heiter. Auf Gestöber habe ich echt keinen Bock. Zerstört so ein bisschen die Spielmechanik und ist im Endeffekt nicht so cool zu spielen. Wird schon schwer genug mit unserer neuen Zugängen Korea. Thorgan Hazard und mit Ben Arfa, denke ich mal, haben wir in der Offensive auf jeden Fall richtig stark zugelegt. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden, dass wir uns gemeinsam für diese Spieler da entschieden haben. Ben Arfa und Hazard wurden ja von euch genannt. Korea habe ich mir selbst ausgesucht. Ist noch nicht so richtig durchgestartet, aber was noch nicht ist, kann ja noch kommen. Von daher sind wir da mal gespannt drauf. Ob er hier vielleicht zumindest im DFB-Pokal richtig durchstartet und uns den Sieg beschert. Hier erstmal mit dem Anstoß. Galvez spielt ihn raus auf Gebrselassie Arnold gegen seinen Ex-Verein. Wieder Gebrselassie ist zu eng da. Ist zu eng. Spielen wir nochmal zurück. Kimmich, Kamarasa, ein Hazard. Unser Neuzugang hier das erste Mal am Ball. Schön auf Korea. Ah, die Lücke ist nicht da. Hier vielleicht jetzt. Kamarasa kriegt den Ball nicht richtig mit. Schade. Fast die erste gute Möglichkeit für uns. Jetzt erstmal Wolfsburg wieder im Ballbesitz. Spielt ihn ruhig hinten raus. Kamarasa holt sich hier den Ball. Ah, fast. Fast. Setzt gut nach. Naldo. Ex-Bremer. Das waren noch Zeiten mit Werder, als Naldo da war. Auch solche Leute wie Klose noch da waren. Diego, Özil, Mann, oh Mann. Kann man jetzt aktuell nur von träumen. Spiel. Oh, kein Foul, sehr schön. Kimmich verliert hier schon wieder den Ball, schade. Und Wolfsburg setzt so ein bisschen nach. Hazard. Oh. Und die erste Möglichkeit hier für Wolfsburg, der erste Abschluss. Durch Caliguri. Ging ganz knapp am Tor vorbei, aber Wiedwald wäre, denke ich, auch mal da gewesen. Das erste Lebenszeichen hier von Wolfsburg. Der erste
Abschlussversuch in diesem Spiel. Schön, Ben Arfa vom Abseits, sehr ärgerlich. Sonst wäre das vielleicht eine gute Möglichkeit gewesen, hier außen durchzulaufen. Holen wir uns gut Camarasa. Hazard mit Correa, das ist richtig schön gespielt, genau so. Wieder Hazard, gegen Naldo. Und wieso schmeißt er sich dahin? Schade, Naldo passt richtig gut auf. Läuft den Ball hier gut ab. Aber wir bleiben erstmal vorne drin. Camarasa. Arnold. Kann sich da nicht schnell genug drehen und kommt damit nicht zum Abschluss. Kontermöglichkeit jetzt hier für Wolfsburg. Über Kruse. Gegen Westergaard. Der hat hier keine großartige Mühe. Und spielt den Ball wieder gut raus. Sehr schön. Arnold. Ben Arfa spielt jetzt mal mit Correa. Los, du bist doch schnell. Immer noch Correa. Ah, das ist gut gestellt von Klose. Auch ein bisschen zu billig versucht von mir. Und Wolfsburg steht sehr, sehr gut da hinten drin. Also wir kommen nicht in die entscheidenden Szenen. Den Ball... schön von Arnold geklärt. Den Ball mal richtig aufs Tor zu bringen. 23 Minuten rum. Defensiv ist das passabel, aber offensiv ist das viel zu wenig gerade. In Ansätzen gut, aber Caligiuri hier richtig gut. Und dann Wiedwald muss dazwischen, das habe ich schon... Den habe ich schon fast drin gesehen. Wieder auf dem kurzen Pfosten, die Dinger sind hier in FIFA brandgefährlich. Wiedwald kann erstmal klären, allerdings auf Kosten eines Eckballs. Müssen wir jetzt aufpassen. Arnold, sehr schön geklärt. Mit Correa... Hazard nimmt hier jetzt Ben Arfa mit. Immer noch Ben Arfa. Der ist so langsam. Aber setzt nach. Sehr schön. Und dann gibt es aber das Foulspiel. Schade. Richtig gute Kontermöglichkeit eigentlich. Aber Ben Arfa ist einfach im Sprint dann nicht schnell genug. Westergaard gut. Kimmich. Kommen wir nicht vorbei. Correa. Mit dem Schussversuch, Ben Arfa, richtig dicke Möglichkeit hier, das hat Ben Arfa richtig gut gemacht, schön geschlänzt, leider kam da Benaglio noch ran, gute Parade, aber der erste Ex-Ball für uns, Hazard, wieder Ben Arfa, wird abgeblockt, gibt glaube ich den nächsten Eckball, aber der Junge, der kann auf jeden Fall schießen. Nee, da war irgendeiner von uns dazwischen. Ärgerlich, das passiert viel zu häufig in FIFA, wie ich finde. Und somit gibt es nur Abstoß. Spielt er zu spät, schade. Aber wir nähern uns jetzt ein bisschen mehr dem Ball, dem Tor an. Correa, Benaglio. Schön von Thorgan Hazard, kein Foulspiel. Immer noch Thorgan Hazard, der schließt jetzt einfach mal ab. Naldo dazwischen, Benaglio kommt. Kimmich versucht ihn direkt abzuschließen. Benaglio war nämlich nicht im Tor, schade. Abgeblockt. Läuft aber jetzt schon mal ein bisschen besser. Schade, wenn wir hier vorbeikommen. Caligiuri spielt ihn nochmal zurück. Jetzt wird es hier so langsam doch nochmal zum Ende der ersten Halbzeit ein munteres Spielchen. Wolfsburg versucht das jetzt hier, glaube ich, in die Halbzeit zu retten. Kommen wir hier an den Ball? Jawohl, kommen wir. Die Pässe kommen einfach nicht an, ey. Dass da jedes Mal noch ein Fuß dazwischen kommt. Eigentlich gut gemacht von Ben Arfa. Und dann der Pass wieder abgeblockt. Wolfsburg jetzt nochmal, kriegen sie nochmal eine Möglichkeit. Schön von Kimmich, richtig schön von Kimmich. Und er sieht hier Correa, der ist völlig frei. Immer noch Correa, der sie... hätte ich alleine machen sollen. Ärgerlich. Dass er diesen Seitenwechsel überhaupt hinbekommt. 0:0 geht's in die Halbzeit. Ist... nicht so richtig befriedigend, aber naja, Gladbach, da steht es 1:1 gegen Frankfurt.
Wechseln werde ich, glaube ich, noch nicht. Wir gucken uns kurz mal die Spielinfo an. Also relativ ausgeglichenes Spiel. Wir haben mehr Schüsse abgegeben aufs Tor als Wolfsburg. Hinten stehen wir mittlerweile defensiv ganz stabil. Wir hatten jetzt aber noch nicht so richtige Hochkaräter, außer das eine Ding von Ben Arfa, das war richtig gut. Ansonsten sind das eher alles Distanzschüsse gewesen. Wechseln möchte ich noch nicht. Wir werden uns die frischen Beine zum Ende des Spiels aufheben, falls wir in die Verlängerung müssen. Dann können wir halt nochmal wechseln. Das bringt, glaube ich, eine Menge. Schön erstmal hier von Garcia den Ball abgelaufen. Arnold verliert hier den Ball. Und das ist jetzt eine gefährliche Situation und guter Abschluss hier von Wolfsburg. Allerdings am Tor vorbei, beziehungsweise übers Tor. Und Wolfsburg macht hier in der zweiten Halbzeit ebenfalls wieder den Anfang. Kamarasa auf Gebrselassie. Spielen wir wieder zurück. Wieder Kamarasa auf Kimmich. Oh, schlecht gespielt. Das war aber beide Male nicht optimal gespielt von Kamarasa. Holt sich aber den Ball wieder. Kimmich. Jetzt mal mit ein bisschen Platz. Auf Thorgan Hazard. Und oh, wieso kriegt er den Ball da nicht? Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ronaldo hier. Mit dem Ballverlust, nicht Naldo selbst und jetzt vielleicht Ben Arfa und das ist kein Foul. Okay. Gute Möglichkeit jetzt von uns gewesen. Mann, kann er den da nicht rumschlänzen? Wieder ein Spiel auf Top-Niveau hier und Wolfsburg versucht das Spiel an sich zu reißen. Gute Ballstaffetten hier. Kruse verliert nicht den Ball. Ausgespielt auf Virinha. Nochmal raus auf Trash. Gut abgeblockt. Kimmich gewinnt hier das Kopfballduell. Sehr schön. Jetzt Correa. Nimmt Thorgan Hazard mit. Sieht da Ben Arfa, aber der war nicht optimal gespielt. 60 Minuten rum. Ah, Gebrselassie. Muss besser machen. Goretzka. Dem waren wir ja auch eine Zeit lang interessiert, gerade in der ersten Saison. Hat sich dann für Wolfsburg entschieden. Und wir haben dafür dann Arnold, meine ich, geholt. Oder Kimmich, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ist aber insgesamt doch gut ausgegangen. Trash. Goretzka, gut gespielt, aber Garcia passt richtig stark auf. Und dann dieser Ballverlust wieder. Nochmal Garcia. Schön von Camarasa. Von Arnold noch schöner. Richtig guter Pass. Ben Arfa. Den. Ah, ich bin so ein Idiot. Ich dachte, der läuft da ein, der Correa. Ich hätte es einfach direkt machen müssen. Das ist ein tausendprozentiger. Jetzt mache ich auch noch selbst Fehler. Wahnsinnsmöglichkeit hier. Wahnsinn. Oh, das war dumm. Einfach nur dumm. Kimmich. Auf Hazard, der schließt jetzt einfach mal abgeblockt, wieder abgeblockt. Und dann gibt es Abseits. Hazard selbst war scheinbar im Abseits. Oh Mann, ey, ärgerlich gerade. Das war so super gespielt. Und dann habe ich zu lange überlegt, habe mich dann für Sweaten entschieden. Überlegen. Und das war die falsche Entscheidung. Kommen wir nochmal so in so eine Gelegenheit. Das ist stark. Das ist richtig stark gerade von Wolfsburg. Goretzka gegen Vestergaard. Der ist nicht ganz so schnell. Kommt da nicht hinterher. Garcia passt in der Mitte auf. Und dann Azquez. Mit dem Abschluss nicht weiter gefährlich geworden. Riskant gespielt hier. Aber hat geklappt. Arnold. Gebrselassie. Sieht Ben Arfa, der ist aber schon ziemlich platt. Und jetzt werde ich dann doch nochmal wechseln, denn Ben Arfa hat nicht mehr die Geschwindigkeit. Und dafür bringen wir jetzt einfach mal Sané rein. Und wie sieht das hier im Mittelfeld aus? Ich bringe für Arnold dann nochmal Stendera, Thorgan Hazard und dann Correa. Bringen wir den Kennedy, denn die Correa hat schon wieder nichts gezeigt. Ey, ist das schon der Fehleinkauf dieser Saison? Bin mir nicht so ganz sicher. Kommt nicht wirklich in Situationen, wo der abschließen kann. Beziehungsweise kann sich auch nicht so richtig freispielen. Gut, von Gebrselassie gemacht. Abgelaufen. Müsste Abstoß geben.
Gibt es auch. Gibt es auch. Somit wir weiter im Rennen. Galvez, schön. Stendera. Kennedy, das macht er stark. Jetzt hat er mal richtig Platz hier, der Kennedy. Fake Shot, immer noch Kennedy. Und dann ist das einfach, dass die dann nicht so vorbeikommen. Immer noch Kennedy. Und kriege ich jetzt bitte den Thorgan Hazard. Danke. Der bringt jetzt nochmal die Flanke. Sané. Ah, jetzt drücken wir. Jetzt drücken wir. Hazard. Keine richtige Anspielstation. Schön, schön. Wieder Thorgan Hazard, der bringt den Ball Kimmich und dann ist das Ding endlich drin. Jawohl. 85. 86. Minute. Kimmich mit dem 1:0. Und das war schon sehr, sehr nervenaufreibend gerade. Nicht so richtig eingefunden hier in der Schussposition. Dann Thorgan Hazard versucht es einfach mal abgeblockt. Landet direkt vor den Füßen von Kimmich. Aus 11 Metern braucht er nur noch reinschauen. Und da hat Benayo jetzt einfach mal keine Chance. Wahnsinn. Richtig stark gemacht. Hazard mit seinem ersten Spiel für uns und gleich an einer Torbeteiligung mit dran gewesen. Beziehungsweise am Tor beteiligt. Keine direkte Vorlage, aber er versucht es zumindest ein bisschen. Jetzt Kennedy. Immer noch Kennedy. Schön auf Sané. Kommt er da noch ran? Benayo kommt raus. Gut mitgespielt von Benayo. Schade. Gut gespielt eigentlich. Von Kennedy. Sané. Och Mann. Das ist doch schon wieder zum Mäusemelken hier. Da spielen die nicht dorthin, wo ich es hinhaben möchte. Schön von Garcia. Der passt wenigstens auf. Camarasa. Und dann ist das Ding rum. 1:0, wichtiger Sieg im Pokal, knapper Sieg natürlich. Aber ich denke, insgesamt können wir damit zufrieden sein. Wolfsburg ist halt nun mal auch kein Gegner, den man mal im Vorbeigehen mitnimmt. Und ich finde, das verbessert sich hier so langsam in der Offensive. Also wir spielen uns schon ordentlich Chancen. Hin und wieder, ja, hapert es ein bisschen am Abschluss selbst, beziehungsweise auch an meinen Entscheidungen. Aber wir sehen es hier, wir haben schon wieder 10 Schüsse abgegeben, 8 aufs Tor. Wolfsburg eigentlich in der Offensive kaum stattgefunden, gerade auch in der zweiten Halbzeit. Ballbesitztechnisch natürlich haben sie da ein bisschen mehr gehabt mit 55%, aber hält sich noch im Rahmen. Und im Endeffekt, was die Passgenauigkeit betrifft, das ist alles auch noch sehr, sehr ausgeglichen. Kimmich mit 8,4, ganz wichtiger Treffer von ihm gewesen. Correa und Arnold Ben Arfa, das war nicht so optimal von allen, aber war okay. Ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen. Wir sind jetzt im Halbfinale vom DFB-Pokal. Wir sehen es hier nochmal. Gladbach ist auch noch weitergekommen, Dortmund ist weiter und Köln. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich glaube ich Köln nehmen als nächsten Gegner. Aber wir schauen mal, wen wir im Halbfinale bekommen. Und das nächste Spiel ist gegen Leverkusen. Wir sind weiterhin 3 Punkte hinter den Bayern, also noch alles offen. Und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, um die Serie weiter zu verfolgen. Oder auch gerne den Daumen nach oben, um das Video zu bewerten. Ansonsten, das würde natürlich dem Kanal einfach weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.